Jetzt mache ich das, was ich eigentlich machen sollte. Hast du oben, hast du über deiner Leiste so ein F1 oder sowas stehen? Über meine Leiste? Über deine Fertigkeiten? Ich denke nicht. Wieso? Was ist deine sechste Fähigkeit? Das ist Zustände verzehren. Was steht dort? Verzehrt eure Zustände und gewinnt Lebenspunkte für jeden Buff. Okay, ja. Ach, ich werde aber verwundbar. Was soll denn das? Irgendwo gab es beim Nekromanten eine Fähigkeit eben, dass du dieser chinesische Drache ist irgendwie tolles Haustier. Habe ich auch so einen? Danke, dass ihr mein Sicherheitssystem registriert habt. Danke, ich hab so einen. Wuhu! Hat sich vollkommen gelohnt. Gut. Ausrüstung, kann ich den Kleinen jetzt mit mir rumtragen? Welchen Kleinen? Ja, ich habe einen Mini-Drachen bekommen, weil ich cool bin. Wie das denn? Hä? Ich verstehe es nicht. Ja, nehme ich einfach diese. Warte, was ist das? Ah, ich drücke nicht raus. Ja, ich überlege gerade, diese SMS-Aktivierung, dass mein Account eben an eine Handyadresse gekoppelt wird. What the fuck? Dafür kriege ich dieses kleine Haustier. Nur, wie rüste ich das aus? Das ist der einzige Grund, dass ich das gespielt habe. Ah, hier. Ist nicht der Moment, ja? Doppelklicken, um dieses Mini herbeizurufen. Ich habe doppelt geklickt. Oh, und da ist er auch. Wow. Folge mir, mein Freund. Wir werden große Abenteuer erleben. Kann ich dir einen Namen geben? Nein, kann ich nicht. Ich hasse dich. Damit bist du für mich gestorben. Als Waldläufer hat man direkt solche Tiergefährten. Ja. Die kann man dann auch benennen. Das ist ja irgendwie auch der Sinn von einem scheiß Waldläufer, mit Tieren rumzuspielen. Die sind so vielen Bastarde. Wuhu, in den Tod. Ach nee, da ist ein Blatt. Scheiße. Diese miesen Blätter, die mein Suizid abbrechen. Moa Steak. Lass ihn mal anschauen, mein Freund. Oh. Also wenn mein Drache den nicht gleich in den Arsch kriegt, dann siehst du eigentlich ganz schön aus. Helft Dela, die Felder davon sicher zu machen. Ach, ist das schon hier? Soll ich Moas töten? Ne, soll ich Bauern töten? Du bist schon komplett vorbeigerannt. Naja, aber sag noch nicht mal in welche Richtung. Scheiße. Ne, du bist ja genau dort. Also, was machen sollst du? Du sollst einfach diese hässlichen Madenlarven dort töten. Ach so, nicht die Moas? Nicht die Bauern? Ich dachte, wenn ja keine Bauern wären, wäre es sicherer. Die hungrigen Moas füttern, alles andere töten. So ist der Plan. Die Termitenlarve. Los, mystischer Drache, verzehre sie! Was macht ein Asura hier? Ach, wen kümmert's? Kann ich dich looten? Was droppst denn du? Eine Nadel. Trophäe. Wow. Nehm ich aber mal mit. Oh, Schrottsammler. Wie fütter ich denn dich? Ey, ich will dich nur füttern. Komm her, du Scheißvogel. Ich füttere dich, bis du mich liebst. Macht benommen. Wie fütter ich den? Alex? Muss ich die Früchte erstmal aufsammeln oder habe ich die schon? Ich glaube, die musst du erst aufsammeln. Hm. Wo liegen die so? Keine Ahnung. Ich würde einfach irgendwelche Larven, die da rumliegen. Ich würde es bestimmt herausfinden, wenn ich einfach mal mehr als 20 Millisekunden hier rumschauen würde. Aber ich muss mich ja darauf konzentrieren, hier Witze zu machen. Und ein bisschen unterhaltsam zu sein. Und Glubschglibberbatzen einzusammeln. Das klingt schon so köstlich. Och, lecker. Ich krieg grad richtig Hunger. Du auch? Nein, nicht wirklich. Frosch? Ein Frosch? Mistvieh, wo bist du? Oh, guck mal, eine grüne Seifenblase. Oh, genau vor meinem Gesicht. Lecker. Habe ich noch mehr Lust auf so einen Glubschglibberbatzen? Unbenannt. Ach, hier kommen die schrecklichen Früchte runter. Wenn ich einfach mal richtig Kung Fu dagegen trete. Und der sammelt die auf. Yay, praktisch. Was haben wir hier drin? Alk, wie es aussieht. Könnt mir nichts vormachen, das ist definitiv Alk. Ha, nimm das, Moa. Friss dich zu Tode. Ich stick an deinen stacheligen Früchten. Das klingt eigentlich ziemlich realistisch, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht. Ich glaube, das ist das, was passieren wird. Egal, mehr tote Moas, mehr Schnitzel für mich. Und damit, kapow! Ja, rennen im Kreis. Wie mein Leben. So, was mein Nu? Muss immer noch einen Moa füttern. Muss nicht nur füttern, muss einfach, kannst genauso gut einfach nur. Ja, aber irgendwie gegen den Baum treten ist ein bisschen einfacher. Nicht wirklich. Lauf findest du schneller. Er sagt viel über Alex aus. Er findet es einfacher, Sachen zu töten, als gegen einen Baum zu treten. Yep. Schau mal dich nur mal an. Sie sehen wirklich irgendwie putzig aus.
Wenn man die Grenzen, wenn man den grenzdebilen Blick mal ignoriert? Ach ja, ja. Wie eine Mischung aus Delfin und Krokodil. Also ich hätte sie Krokofine genannt, aber okay. Ihr wollt hier alle meine Namensvorschläge nicht, was ist denn das schon wieder? Oh, ein Herz. Ein Dankeschön vom Bauern Astoria, ist auch toll. Ihre Felder sind jetzt viel gesünder, dass sie sich weniger Termiten und vielen tummeln. Klasse, ich krieg 90 Dreiecke und ein paar Münzen. Wie dreckig sind Karma? Sind was? Karma. Toll, wenn ich sterbe, werde ich denn etwas Größeres, Besseres wiedergeboren. Wie ein Baumdrache in einem Traum zum Beispiel. So. Tja, wo können wir denn noch hin? Helft Gemei, der Heinüterin von Wächterwäldchen. Wächterwäldchen. Da, wo ich schon mal angefangen habe. Schön, dass ich... Wo ich das vollkommen Quest irrelevant gemacht habe, bekomme ich... Oh, der sieht Nekromanten-like aus. Bekomme ich trotzdem noch schon den Fortschritt gut geschrieben, den ich bereits erzielt habe. Ohne zu wissen, dass ich das tun sollte. Finde ich sehr schön. Der ganze Wald in Gefahr. Faszinierend. Ich will dir einfach nur meine Nekrophilie nachgehen, Mädchen. Also, lass mich doch in Ruhe. Und kpau. Irgendwie nicht den Eindruck, dass meine zweite Fähigkeit überhaupt zum Tragen kommt. Was ist denn das für eine? Schreckliche Clown, aber irgendwie habe ich den Eindruck, der macht einfach trotzdem nur permanent immer wieder die erste Attacke, bis er stirbt. Das zweitens, auch, na, wenn du Zeit drückst, dann mal, dann castet er halt eben diesen Spell, wo er halt eben mehrere Clownen hintereinander macht. Ja, mache ich ja, aber ich habe nicht den Eindruck, dass... Ah, jetzt macht er, jetzt hat sich die Animation geändert. Vielleicht habe ich... So müde, das ist ja schön. Oh, Handwerksmaterial, werde ich sicher brauchen, wenn ich deinen scheiß Grabstein zimmere. Nein, nur ein Spaß, mache ich nicht. Ich zimmere einen Dildo aus deinem Rückgrat. Oh, was bist denn du? Ich wiederhole mich, was bist du? Entweder ist dieser komische weiße Wurm ein Organismus, der gerade diesen armen blauen Käfer frisst, oder... Wow, will er mich angreifen? Nein. Oder es ist einfach falsch. Und ja, Symbiose, Ich hab einen präzisen Eisenschild gekriegt. Wie kann denn ein Schild bitte präzise sein? Eine gute Frage. Wenn du genau... Vergiss ich gerade? Ja, genau. Macht meine Arbeit, du Scheißkäfer. Macht meine Arbeit, du Käfer. Plural, Singular, who cares? Schauen wir mal, ob das nochmal klappt. Das finde ich echt toll. Ja, komm. Prügel ich mit dem Käfer. Ja, genau, Käfer, metzel ihn nieder. Feucht! Oh, nein, Käfer ist am Verlieren. Nein! Komm schon, Käfer! Ich habe meine Spannung auf dich gesetzt. Los! Du darfst dir nicht untergehen. Okay, vielleicht ist es Zeit, die Seiten zu wechseln. Auferstandener Leibeigener, ich bin auf deiner Seite. Jawohl, töte ihn, diese Missgeburt. Diese komische Symbiontenkack-Kreatur. Erledige sie. Ja, die stirbt doch schon. Wow, guck mal, wie der sich drehen kann. Oh, wow. Schön. Ah ja. Ja, okay, der Kampf ist ein bisschen fortgeschritten, während ich hingeguckt habe. Dschungelraubeister ist das. Schön. Los, Leibeigener. Finish him. Yeah. Fatality. So, tut mir leid, das Belohnung gibt's tot. Ich hoffe, dir gefällt sowas. Ich bin in Bestform. Schön, wie viel man reden kann, ohne auch nur einen Finger zu rühren. Ich glaube, ich mache das jetzt immer so. Was ist das jetzt schon wieder? Level 3, ja, aber natürlich. Spieler gegen Spieler. Jetzt erst? Jetzt schon, meine ich? Okay, ich glaube, ich fühle mich bereit dafür. In den PvP-Gebieten wirst du sowieso halt auf Level 80 hochgestuft. 4 Plätze, Account gebunden. Geil. Auf Stufe 5. Edle Ausrüstung, was darf ich mir da vorstellen? Und ab Level 10 darf ich ein Individuum sein. Dann habe ich eine persönliche Geschichte. Yay. Findest du das auch toll? Nicht wirklich. Das trifft mich jetzt tief. Seinen Zwinger zu kontrollieren. Okay. Feiert das neue Jahr des Affen. Genauso wichtig. Ah, shit. Du musst die Welt retten, es kommt gleich zu einer Kernschmelzen-Apokalypse. Aber erstmal das neue Jahr des Affen feiern, ne? Renne gegen einen Stein, Erik. Das ist immerhin schon immer gut. Noch ein mystischer Drache. Kommt schon. Ich will einen besseren Drachen züchten. Liebt euch! Oh, die dreibeinigen Kackknollen. Sieht eigentlich ziemlich cool aus. Und Hirsche. Warum hat jedes scheiß Online-Game Hirsche? Ich meine, ist das die Erde? Nee. Warum hat sich an so vielen Universen parallel der Hirsche entwickelt?
wenn es gleichzeitig sowas gibt. In einer Welt, in der sowas existiert, darf es keine Hirsche geben. Entschuldigung. Oh mein Gott. Was bist du? Was für Perception? Perception. Perception. Ja, der Sound ist einfach zu toll. Guck dir die Augen von dem Vieh an. Wenn es nicht gleich meine Enkel frisst, dann sind meine Erwartungen nicht erfüllt worden. Es erinnert mich ein bisschen an Postosuchus, aber nur ein bisschen. Ich habe nicht so viel A gespielt, nein. Ach ja, das hier ist... Gruß aus dem Wächterwäldchen. Ich krieg Karma und werde besser wiedergeboren. Vielleicht ist Hirsch, wer weiß. Denen scheint es ja gut zu gehen hier. Helft verloren gegangenen Hunden, spielt mit Welpen und tötet Ungeziefer. Wenn ich da mal nicht Punkt 2 und 3 verwechsle. Ist jetzt einfach so... Ja genau, stirb und verschwinde. Das ist die Devise. Tja, ihr seid doch Ungeschiefer, oder? Außer Reichweite. Warum fängt der anders zu wirken, wenn es dann außer Reichweite ist? Haha, nimm das. Jawohl. Und das auch noch. Und ja, ha, erwischt. Gewonnen, ja. Ich merke, die Luft ist ein bisschen raus. Ich weiß nicht, ob ihr das merkt. Na, Dschungelspinne. Och, die ist ja böse. Oder? Ist sie böse? Nein, ich glaube, du bist ja, nett. Ist sie. Ich glaube, die mag mich. Aber meinen mystischen Drachen nicht. Hast du was gegen meinen Drachen? Ich auch. Wir sollten eine Selbsthilfegruppe gründen. Ich denke, wir haben viel gemeinsam. Nicht. Ah, verdammt nochmal. Ich glaube, ich muss meine Einmachsprüche verbessern. Was ist hier eigentlich langgeslivert? Kann man das mal einer sagen? Was für eine scheiß Schleimspur. War ich das? Tut mir leid. Verwende Insektenschutzmittel, um diese warnische Hunde vor Spinnen zu beschützen. Okay, wie sieht das aus? Darf ich das von diesem Schleim aufkratzen, oder was? Oh, darf ich mit dir reden? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, du bist kein Questgeber. Darum existierst du für mich nicht. Und... Oh, ein Warnhündchen. Ich will es treten. Ja, ich glaube, du solltest hier mal lieber mithelfen und die ganzen Spinnen töten, weil sonst verkacken wir das Event hier noch. Aber ich will mit dem Hund reden. Ihr könnt euch auf mich verlassen. Nehmt dieses Abwehrmittel. Wendet das auf alle Hunde an, die befallen zu sein scheinen. Scheiße. Diese Spinnen legen... Oh, okay, das sieht cool aus. Diese Spinnen legen ihre Eier in lebenden Hunden. Das ist erstaunlich normal. Wo sind die Hunde? Die sterben hier gerade alle. Es sind nur noch 2 übrig. Oh. Deswegen sollst du mir ja nicht mal helfen. So, sag doch, dass das... Oh nein. Du sollst den Scheiß nicht werfen, Mann. Nein, 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 nicht den Hund töten, nicht den Hund töten. Böse Spinne. Kann ich nicht die Spinnen dressieren? Die sehen so viel stärker aus. Kommt noch mehr? Ja, da kommen noch welche. Ja, ich glaube, es ist besser, wenn wir die einfach alle mal, wenn ich die alle mit der ersten Fähigkeit verwundbar mache und die Leute dann den Rest übernehmen. Da kommen die nächsten. Gut, Event erfolgreich. Schon erfolgreich, aber ich habe doch gerade erst angefangen. Yay, ich werde diesen Leoparden so zerschnetzeln. Der ist doch auch böse, oder? Ich glaube, der Leopard gehört eher einem Waldläufer. Ich weiß auch. So viel habe ich schon mitbekommen. Glaube ich nicht. Ernsthaft? Glaubst du mir nicht? Nein. Für wie dumm hältst du mich? Sehr dumm sogar. Oh, guck mal, wie süß die sind. Oh, ich habe vollkommen ignoriert, was Alex gesagt hat. Hundis. Oh, mein LSD lässt immer noch nicht nach. Die sind so schön. So bunt. Und so fahrig. Sind immer noch Spinnen hier? Oh, guck mal, wie süß die sind. Ist mir egal, ob du auf mich schießt. Die sind süß. Ich schieße nicht auf dich, ich schieße auf die Hunde. Ah ja, gut, dann sind sie wohl bald nicht mehr so süß. Nein, wahrscheinlich nicht. Jo. Ja, wo ist meine Belohnung? Spielt mit Welpen. Ich darf mit Welpen spielen. Oh, mein Leben. Geht weg von meinen Welpen. Ich töte euch, wenn ihr Welpen anfasst. Ich töte euch, wenn ihr sie auch nur ansprecht. Ja, spiel mit mir, Hundi. Liebe mich. Du auch. Nein, geh weg, du Scheißschar. Die Hundis lieben mich. Meine Hundis. Okay. Ich soll da aufhören. Das ist bescheuert. Kann ich mit dir spielen? Nee. Kackhund. Kann ich nicht spielen. Kann ich mit dir spielen? Nee. Spiel ich aber mit meinem mystischen Drachen. Stufe 6. Ich bin der einsame Spaß, der einfach ganz allein in der Ecke mit seinem Spielzeug spielt, das er mitgebracht hat von zu Hause. Nicht den Drachen. Ja, das ist mein Spielzeug. Kann ich mit dem Pumba spielen? Oh Gott, wenn er sein Wildschwein Pumba. Ist
Ist da noch mehr Ungeziefer? Also kann ich einfach nur, soll ich jetzt einfach nur so Spinnen töten? Kacke, hätte ich mal von Anfang an ordentlich mit Spinnen getötet, dann wäre das wohl besser gelaufen. Was bist denn du? Ach, die Dschungelraupe. Diese komischen Symbionten-Kackfische, die wir Mortal Kombat verlieren. Wir erinnern uns. Ich helfe mal mit. Oder auch nicht. Ha. Ins Fressbrett. Ins Fressbrett? Ist jetzt aufgestiegen? Ich habe mich hingeguckt. Typen nochmal reden hier. Oh, ein Jaguar, der ist ein Feind. Wer der springt Gegner an. Hätte ich nie gedacht, dass Jaguare sowas machen. Oh, cool, können. Ich bin ein fucking Hund. Ja, das wusste ich vorher auch schon. Macht der Schaden? Nee, das macht keinen Schaden. Ich habe immer noch vergessen, hier drauf zu gucken, Mann. Wie bist du ein Hund geworden? Sag mir das. Durch die Quest. Hi. Hallo. What? Oh mein Gott, Ike, töte es. Drache, töte es. Es will ein Reh ficken, das ist nie wieder die Natur. Ja, da rennt es schon weg. Was hast du mit dem Reh gemacht? Ich will mitmachen. Es hat ja einen ziemlichen Kampf geliefert, ne? Macht euch bereit. Du kannst stolz auf dich sein, da. Alex. Junker Estienne. What the fuck? Oh, cool, Mio. Stop right there. Erstmal ist es Hammer Time. Und zweitens machen wir einen Aufnahmestopp. Oh. Cool, der kann Feuer speien. Der kann Feuer schlagen. Was können die alle mit Feuer? Viel wichtiger, Aufnahmestopp. Hast du mich gehört, Alex? Ja, nö. Tja, doch.